möchte Sie noch mitnehmen auf einen Weg für 10 Minuten, einen Weg, der in diese Erfahrungsebene führen kann. Setzen Sie sich bitte aufrecht hin. Beide Füße auf den Boden, die Hände in den Schoß oder auf die Knie, die Augen geschlossen oder ohne etwas zu fixieren auf die Person vor Ihnen, den Rücken der Person vor Ihnen. Sie können sich anlehnen, aber möglichst gerade sitzen, weit zurücksetzen in Ihrem Stuhl. Ich bin da. Spüre meine Füße, den Boden darunter. Spüre meine Beine. Becken, Wirbelsäule. Ich spüre, ich denke nicht. Alle Zellen meines Körpers sind offen, spüren, horchen, lauschen. Ich lasse die Schultern sinken, spüre Arme, Hände. Hals, Nacken, Mund, Augen, Stirne, Scheitel, ich spüre den Raum, und ich höre die Stille hinter allen Geräuschen. Die Stille hinter der Stille. Kommen Gedanken, ich lasse sie einfach stehen, gehe wieder ins Spüren, horchen, lauschen, die Stille, diese strukturlose Präsenz. Es ist ungewohnt, diesen leeren Raum auszuhalten, nicht mit Bildern und Gedanken zu füllen. Ich spüre, wie Laute in diese Stille hineinfallen. Aber die Stille ist viel mächtiger. Komme immer wieder zurück, spüre, höre diese unglaubliche Stille. Präsenz. Und ich merke, dass ein Gedanke eine Eingrenzung ist.
viel weniger ist als diese reine Wachheit, Erfahrung dieser strukturlosen, stillen Präsenz. Ich lasse mich nicht entmutigen, wenn mich Gedankenbilder wegziehen, kehre ich zurück, spüre, höre, lausche in die Stille. Ich habe Rumi zitiert, er lässt Gott sprechen, ich bin da, höre auf, mir Liebesbriefe zu schreiben, spüre mich doch, ich bin doch da. Ich höre, spüre diese stille Präsenz. Es ist wichtig, dass ich merke, dass Laute, dass Gedanken, dass Bilder weniger sind als diese reine Präsenz. Erfahren eine Bewusstheit, die keine Strukturen hat. Und ich setze immer wieder neu an, spüre, höre diese tiefe, stille Präsenz, reine Bewusstheit. Gebet der Ruhe nennt es Teresa von Avila. Samadhi, sagen wir im Zen. Das eigentliche Gebet, sagt die Mystik, reine Offenheit.